In Sachsen hatte die IG Metall am Dienstag zu Warnstreiks aufgerufen. Mitvertreten bei den Warnstreiks waren auch die Mitarbeiter des Metallwerkes Auerhammer in Aue. Dazu Stefan Fischer von der IG Metall. Zur Geschichte der Tarifverhandlungen hier bei Auerhammer. Also die Kolleginnen und Kollegen haben sich hier das erste Mal 2013 eine Haustarifvertragsbindung erkämpft. Und seitdem haben wir mehrere Tarifverhandlungen immer wieder geführt, um den Tarifvertrag natürlich weiterzuentwickeln. Und der letzte Abschluss datiert vom 4. Januar 2019, wo wir als Tarifvertragsparteien, also wir als IG Metall und der Arbeitgeber sich verpflichtet haben, weiter ab September 2020 über die Angleichung der Löhne der Kolleginnen hier vor Ort an die Fläche der Metall- und Elektroindustrie zu verhandeln. Und wir haben jetzt seit dem vergangenen Jahr uns mehrfach mit dem Arbeitgeber getroffen und nach dem fünften Verhandlungstermin mussten wir leider feststellen, dass von Arbeitgeberseite aus da weiter eine Blockadehaltung besteht und der Arbeitgeber nicht bereit ist, mit uns über die Angleichung verbindlich zu sprechen und eine Angleichung in die Zukunft zu beschreiben, tarifvertraglich. Und das ist jetzt eben der Zeitpunkt gewesen nach fünf Verhandlungen. Wir haben erst mit Protestaktionen, Unterschriftenaktionen, viele Aktionen gemacht, um den Arbeitgeber zum Umdenken zu bewegen. Das hat bislang leider nicht geklappt und heute deswegen der Warnstreik, um hier nochmal eine Schippe draufzulegen und den Arbeitgeber dann jetzt zum Umdenken zu bewegen.